herzlich willkommen zum Q&A-Panel mit diesen drei tollen Gästen. Schön, dass ihr da seid bei dem tollen Wetter. So, in alter Tradition würde ich gleich das Mikrofon den Gästen übergeben, damit sie sich kurz selber vorstellen, wer sie sind, was sie gemacht haben und woher ihr ihre Stimme vielleicht kennt. Ja, ich heiße Felix Meyer, ich bin Synchronsprecher und ich bin heute da, weil ich den Umino gesprochen habe, zumindest für euch. Und ja, und habe auch diverse andere Anime- und Realserien gesprochen. Ja, ich bin später. Das wird alles später geklärt. Entschuldigung. Ja, ich bin die Chandra Schatt mit C. Leider bin ich hier ohne C geschrieben worden auf dieser Autogrammkarte. Ja. Schau, gell? Ich habe in Sailor Moon die Besu gesprochen und eine Prinzessin, was hat die? Wie? Prinzessin Hakuni oder? Das ist so lange her, das ist Wahnsinn. Und bei Sailor Moon Crystal, da habe ich die Sailor Saturn gesprochen. Und eben auch diverse andere Sachen, Filme, Kinofilme. Ja, genau, so viel zu meiner Person. Hallo, ich bin Kai Taschner, bin auch Synchronsprecher, Schauspieler und Synchronregisseur und Autor. In Sailor Moon habe ich vor ewig langer Zeit Jedite und Falkenauge gesprochen, dürfte etwa 25 Jahre her sein. Aktuell bin ich zu hören seit 2 Jahren als Mr. Burns in den Simpsons, weil der Kollege, der das vor mir gemacht hat, gestorben ist. In Rick und Morty, was womöglich einige kennen, Wolf, neue Sockenbart, könnte ich noch irgendwie anführen, aus Drawn Together. Oder die Kinderstimme in Scream war ich ebenfalls. So, vielen Dank erstmal. Ihr wisst, wie das Spiel funktioniert. Ein Q&A-Panel, wer eine Frage hat, aufzeigen. Und so funktioniert die eine Stunde. Dann machen wir etwas Pause und dann folgt die Autogrammstunde. Wer möchte die erste Frage stellen? So viele gleich. Bitte. Ja, was ich euch fragen wollte, wie war es eigentlich für euch, auf einmal ein Anime zu sprechen, also euren ersten Anime, weil es ist ja doch etwas anderes. Und ob ihr vielleicht auch ein bisschen so eine Liebe vielleicht auch dafür entwickelt habt oder ob ihr euch dann auch mal ein bisschen mehr dafür interessiert habt. Es ist damals noch Zeichentrick, also das war eigentlich nichts Besonderes. Das hat ja Disney seit den 40er Jahren gemacht. Also, ich mache da schon ein bisschen Unterschiede. Es gibt unglaublich gute Animes und dann welche, wo ich sage, naja, finde ich jetzt nicht so geil. Aber ich war eigentlich von Anfang an ziemlich begeistert davon. Allein immer diese Frisuren, die Haare, wie die geschminkt waren, das fand ich total geil. Ich habe es dann auch versucht mit meinen Haaren irgendwie, aber die sind leider zu dünn, zu kaputt und das geht einfach nicht. Aber ich persönlich, ich finde Anime richtig, richtig geil. Also, mir taugt das voll. Dito. ich bin mehr oder weniger mit Mangas und Animes groß geworden und habe da schon sehr früh eine Liebe für entwickelt. Und als ich das erste Mal dann auch meine erste Anime-Rolle hatte, war das schon was ganz Besonderes. Und ja, also wie gesagt, das begleitet mich schon seitdem ich 5 Jahre alt war. Frage. Guten Tag, ich bin Michele Lankuba. Du musst Chandra Schatt sein. Ja. Ich kenne dich auch als Amy aus Sonic X und als die deutsche Synchronstimme von Jessica Alba. Ja, das ist richtig. Du musst Felix Meyer sein, als neue Stimme von Ash Ketchum. Und Sie kenne ich, Herr Kai Taschner. Ich kenne Sie aber auch als die Stimme von Barney, dem niedernen Dinosaurier. Ja. Und als Bonkers. Sehr gut. Und als Sprecher von Fox Kids. Auch ja. Danke, Herr. Wenn ich all eure Stimmen höre, dann drehe ich mir das immer auf den Kopf. Wie seid ihr zu diesem Beruf gekommen? Geht's bei mir los? ich
habe eine ganz normale Schauspielausbildung gemacht und während meiner Schauspielausbildung im Endeffekt auch mich bei diversen Synchronfirmen vorgestellt, um mich ja, mit dem Synchronbusiness vertraut zu machen. Und ja, so bin ich nach und nach ins Synchron reingekommen und habe immer mehr Rollen gekriegt. Ich habe keine Schauspielausbildung, ich komme aus einer Schauspielerfamilie. Mein Großvater war Schauspieler, meine Oma war Schauspielerin, mein Onkel war Opernsänger. Und für mich war dann immer klar, ich möchte auf jeden Fall irgendwie was Künstlerisches machen, auf die Bühne oder Schauspielern irgendwie drehen. Und habe es dann mit Synchron probiert, habe mich da vorgestellt, bin zu einem, ich wollte eigentlich nur zuschauen. Und dann ist ein Mädchen zu ihrem Termin nicht gekommen. Und dann hat der Regisseur gesagt, das war der Rabanus, ja. Der Rabanus, Gott habe ihn fast beinahe selig, er lebt noch, aber ja. Es ging ihm gerade nicht so gut, Ja, genau. Und der hat dann gesagt, okay, dann probieren wir es mal mit der Chandra. Und dann habe ich bei ihm gesprochen und der war so begeistert und dann habe ich eine Hauptrolle nach der anderen bei ihm gesprochen und so habe ich angefangen. Und ich wollte dann auch nichts anderes mehr machen. Genau. Meine Eltern kommen beide vom Filmschnitt her und meine Mutter hat mich mal ins Synchronstudio mitgenommen, weil da ein Junge gesucht wurde. Und da habe ich vorgesprochen, bin es aber nicht geworden und habe dann, da war ich 13 oder 14 Jahre alt, habe dann ein paar Mal irgendwie kleinere, wirklich sehr kleine Synchronrollen gesprochen, selten mehr als 3 bis 5 Takes. Es hat sich irgendwann nicht mehr gelohnt, also vor allem, weil damals die Studios teilweise auch noch am Rande der Stadt waren, weil es noch keine S-Bahn gab, weil die Verbindungen schwierig wurden. Ich habe dann mehr und mehr angefangen zu drehen, habe dann viel später mit Theater angefangen und so mit Anfang 30 habe ich mich wieder an Synchron erinnert und mir überlegt, dass mir das damals eigentlich viel Spaß gemacht hat. Also auch von den Arbeitsbedingungen her. Man hat einen großen, dunklen Raum, die Leute sind alle irgendwie leise. Ich bin bis heute kein großer Freund von irgendwie Faschingsdienstag auf dem Marienplatz oder solchen Geschichten. Also ich habe es tatsächlich lieber ein bisschen ruhiger, wo man sich gut konzentrieren und gut fokussieren kann. Und das ist in einem Synchronstudio gegeben. Ja. Und ab 30 habe ich das dann angefangen, wirklich kontinuierlich zu machen und auszubauen. Habe aber auch keine Schauspielausbildung in dem Sinne. Viel Learning by doing. Wenn man als Kind anfängt, also ich habe mit 8 angefangen, du lernst es einfach. Learning by doing, das stimmt wirklich. Du lernst unglaublich viel. Passt auf, wie sprechen die Kollegen, du bist konzentriert und du wächst da richtig rein. Ja, aber dann kommt die Pubertät, ne? Und da fallen dann viele wieder raus, die tolle Kinder waren und die dann, da passieren merkwürdige Dinge in der Pubertät. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gibt wirklich Kinder, die synchron, tolle Synchronkinder, die über die Pubertät nicht hinauskommen. Korrekt, ja. Jungs wie Mädels. Ja. Aber wir nennen jetzt keine Namen. Nein! Fängt mit. So, Denise, ihr könnt doch ruhig Fragen stellen, die nichts mit Sailor Moon zu tun haben. Ihr habt hier die Gelegenheit, die sind extra für euch da. So, meine Frage geht an Chandra. Und zwar, ich kenne die Stimme eben auch aus The 100 als Octavia. Ja. Finde ich besonders toll, deswegen habe ich mich auch besonders gefreut, wie ich gehört habe, ah, sie kommt. Und wie ist denn das mit diesen. Sie hat eine sehr selbstbewusste, starke Frau, auch mit Anführerfähigkeiten. Und dann ist ja auch noch das Thema mit dieser künstlichen Sprache, die Sie ja da sprechen, die Teriko. Ja. Wie ist das so, wenn man so eine quasi nicht existente Sprache eben mit Emotionen und dergleichen erfüllen muss? Das ist in der Tat wirklich sehr schwer. Da muss man wirklich ganz, ganz oft in das Original nochmal reinhören. Und ich schreibe mir das dann oft in Lautschrift einfach mit, wie sie das gesagt hat, wo die Akzente stehen und setzen. Und man muss sich das schon wirklich 5, 6 Mal anhören. Und Gott sei Dank, heutzutage im Zeitalter der Technik kann man ja wunderbar einsteigen. Also wenn ich den ersten Satz irgendwie super gemacht habe und den zweiten total verkackt habe, dann sagen sie, okay, den ersten lassen wir stehen, wir steigen ein. Also, aber man muss sich da schon wirklich sehr, sehr konzentrieren und genau hinhören, ist es jetzt ein A oder ein O. Und meine hat ja wirklich leider viel davon gesprochen. Aber irgendwann hatte ich es drauf. Irgendwann ging es. Das klang auf jeden Fall immer sehr. Dankeschön, vielen Dank. Danke. So, nächste Frage.
geht an Kai Taschner. Und zwar, Sie haben auch die Stimme bei Inuyasha gesprochen, den Jaden, diesen Gefährten von Nahaku. Ja. Und wollte fragen, also ich habe jetzt ein Newsletter gelesen, dass Kasu wohl falsch, glaube ich, bei Kasu erschienen, Inuyasha, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Wird gerade wieder gemacht. Ja, genau, wird jetzt synchronisiert. Da werden Sie auch wieder den sprechen, ja. Oder? Was Sie erreichen, als Sie das gehört haben, und haben Sie vielleicht noch das eine oder andere Erinnerung von damals von der Rolle noch im Kopf? Also einiges an Erinnerungen kommt tatsächlich wieder, wenn man die Figur wieder sieht. Der hat auch Spaß gemacht. Die kleine Blume mit labiler Persönlichkeit macht. So, ja, ist doch cool, wenn eine alte Stimme wieder zum Charakter zurückkommt, und das ist ja heutzutage leider nicht selbstverständlich wie bei Sailor Moon Crystal, aber wir freuen uns immer wieder, wenn eine alte Serie fortgeführt wird. Denn die Elite könnte ich heute nicht mehr spielen. Okay. Ja, ist relativ gut, nächste Frage. Ja. So. Gibt es Unterschiede zwischen der Synchronisation von Animationsfilmen und echten Schauspielern? Unterschied zwischen Anime und Real, wer möchte? Felix hat auch ganz wenig. Ich glaube, das kommt noch. Unterschied zwischen Real und Animation, ja, es ist ein gigantomanischer Unterschied. Du übertreibst im Zeichentrick in der Regel viel mehr, als wenn du einen Realfilm machst. Du achtest beim Realfilm wahnsinnig auf jede Bewegung im Gesicht, und du kannst viel mitspielen. Du nimmst alles vom Schauspieler ab. Der hat das ja alles schon vorgearbeitet und vorbereitet, und du musst dem irgendwie gerecht werden. Und in der Animation, so geht es zumindest mir, hat man immer so ein bisschen mehr Freiheit, dem was Eigenes mitzugeben und zu sagen, wie gestalte ich ihn jetzt? Ja, und da kann man ein bisschen mehr auf die Kacke hauen. Ich habe mit normalen Rollen angefangen irgendwie, und dann kamen mal irgendwann so die ersten Anfragen für Zeichentrick, und man chargiert dann ziemlich viel. Es ist also noch mal eine Nummer mehr als Komödie, man verstellt dann auch die Stimme. Und als die Leute merkten, dass ich das relativ gut kann, haben sie mich alle für Zeichentrickserien geholt, und irgendwann war mein ganzer Terminplan wirklich voll nur mit Zeichentrickserien. Hatte ein bisschen so eine kleine Pause, den habe ich gesagt, bitte, also da will ich jetzt einen normalen Menschen sprechen, sonst werde ich völlig wahnsinnig. Und dann rief mich eine Freundin an, die mich lange nicht mehr gehört hat, und wir telefonierten so. Sie sagte dann irgendwann so nach 10 Minuten, sag mal, du sprichst immer so abgehackt, das hast du früher nie gemacht. Und ich sagte, ich abgehackt, wieso? Wahnsinnig erschrocken und gesagt, scheiße, ich muss das zurückfahren. Und hab dann auch keine weitere Serie mehr angenommen. Was? Keine Zeit. Ja, ich kann mich nur anschließen. Also mir fällt auch immer auf, wenn ich Zeichentrick spreche und ich Charge sprechen muss, also bei Pokémon die Moldeka, da redet ja die ganze Zeit so. Und wenn du hast ja viele Anschlusstermine, und wenn du dann zu einem Kinofilm kommst, und dann fängst du plötzlich zum Piepsen an, und das ist aber eine gestandene Frau, ernste Rolle, und du kommst dann mit dieser Piepsstimme an, also das muss man sich schon wirklich abgewöhnen wieder. Das ist auch noch die Sache, ein normaler Schauspieler, der bereitet immer vor, wenn er anfängt was zu sagen, das heißt, er macht dann irgendwie, machen Zeichentrickfiguren nicht, da ist ein schwarzes Loch im Gesicht, oder das ist der Mund, und den musst du erwischen, und dann dadurch kommt dieser etwas merkwürdige Rhythmus teilweise auch zustande. Nächste Frage hier. Hallo, meine Frage geht an Sie, Herr Taschner. Mr. Burns hat ja, also diese Synchronstimme hat ja relativ große Fußstapfen, sage ich jetzt mal, hinterlassen. Wie war das für Sie, als Sie das Angebot dann bekommen haben? Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass Sie jetzt Mr. Burns sprechen. War das so eine, ja, mache ich, oder hatten Sie erstmal so ein bisschen Respekt davor? Wie war das? Also ich habe den Rainer Brock ja sehr lange und sehr gut gekannt. Wir haben zusammen als ich wieder anfing mit Anfang 30 in einer Serie gesprochen, als Vater und Sohn.
Und dieses Geld ging über 650 Folgen. Wir waren die beiden einzigen, die das tatsächlich von Anfang bis Ende durchgehend mit denselben Rollen gemacht haben. Es war damals diese australische Serie Neighbors, womöglich keiner mehr kennt, aber irgendwann mal sogar das Vorbild für die Lindenstraße gewesen. Und klar kannte ich ihn natürlich gut und wäre selber nicht auf die Idee gekommen, dass ich Mr. Burns sprechen kann. Und dann ist ein anderer Kollege, Walter von Hauff, den habe ich im Studio getroffen, und der sagte irgendwie auch, wow, ich bin gefragt worden, ob ich Mr. Burns sprechen kann. Und ich sehe das irgendwie überhaupt nicht. Am Casting habe ich mir noch gedacht, gut, dass die mich nicht gefragt haben. Und dann ging diese erste Castingrunde, ging erfolglos zu Ende. Und dann bin ich gefragt worden. Ich habe gedacht, okay, der ist so anders als ich. Und da liege ich eigentlich gar nicht drauf. Ich glaube nicht, dass ich das irgendwie hinkriege. Und dann hatte es aber mit dem Regisseur, mit dem Matthias von Stegmann zu tun, der einfach sehr gut ist und der mich da relativ gut hingeführt hat, wo ich dann nach dem Casting, wo noch ein paar andere Leute dabei waren, gesagt habe, okay, also so weit bin ich tatsächlich nicht mehr davon entfernt. Es geht dann bei der Übernahme einer Rolle jetzt auch nicht darum, hundertprozentig den deutschen Charakter genau nachzuempfinden oder nachzuahmen, sondern man geht dann auch wieder einen guten Teil zurück zum Original. Sagt mir, okay, wie ist der im Original, wie hat der Deutsche gemacht, und dann versucht man eine Mischform zu finden. Und dann war der Redakteur irgendwie sehr angetan davon und habe aber wirklich im ersten Jahr, bei den ersten Staffeln immer noch sehr viel Hilfe vom Regisseur gebraucht, um in diese Figur reinzukommen. Und ich mache ihn natürlich ein bisschen anders als Reinhard Bock. Er hat jetzt auch tatsächlich mehr zu tun gehabt in den letzten Staffeln. Ja, aber so ist das halt, wenn man sowas übernimmt. Ja. Nächste Frage, jetzt machen wir mal hier. Was haltet ihr denn persönlich von euren Charakteren mit Xenon Crystal? Ich hab die Frage nicht gehört. Ich weiß, was ist mit deiner Rolle? Welches Xenon Crystal? Ich lande in der Schule wohl. So, ja, was haltest du von deiner Rolle? Du hattest in Xenon Crystal Sailor Saturn mitgesprochen, vorher was ganz anderes. War das Sailor Moon auch noch ein Begriff? Ja, ja, klar, das war auf jeden Fall ein Begriff. Ich fand's halt, ich find's immer persönlich sehr schön, wenn man so taffe Rollen sprechen kann, die Power haben, nicht so diese Haschel, die man ganz nass sind und deswegen fand ich sie natürlich richtig klasse, dass sie sich auch so gemausert hat, weil die war ja am Anfang sehr, sehr ruhig und brav und ist dann voll die Kanone geworden, also absolut geil, ich fand das super. Hast du noch wieder diese Prinzessin in Gormenghast bei mir gesprochen hast? Ein Fantasy-Vierteiler, verwehte, leicht erotische Prinzessin. Die hat das großartig gemacht, aber in den Pausen hat sie geflucht wie ein Bauarbeiter. Mich würde ja bei dir, Felix, noch interessieren, da du ja mit Anime aufgewachsen bist, hast du ja wahrscheinlich Sailor Moon, die alte Serie, gekannt. Und jetzt standest du bei Sailor Moon Crystal in der Richtung und dachtest, Moment, Sailor Moon, das kenne ich doch, oder? Satan, Schwesterchen, stehst du mal auf? Danke. Die hat mich gezwungen, nach der Schule wirklich jede Sailor Moon Folge aufzunehmen. Meinen Freunden Fußball absagen, um dein Sailor Moon aufzunehmen. Aber ja, dementsprechend war es ziemlich cool. Ich habe den Anruf gekriegt, ja, Felix, wir machen eine neue Serie, eine Anime-Serie, vielleicht kennst du es noch, Sailor Moon, es geht weiter. Ich so, ja, cool. Ja, und da haben wir eine männliche Rolle und die würden wir gerne mit dir besetzen. Okay, cool. Mamu. Ich komm hin. Take it los. Und es war Umino. Ganz kurz eingeknickt, aber dann hat es auch richtig Spaß gemacht. Also ich habe gemerkt, dass mir der auch wesentlich mehr liegt als Mamu. Und ja, also es war ein ziemlich geiles Gefühl, irgendwie doch jetzt zu diesem Universum zu gehören, wo man früher noch Fan war.
Ja. So, nächste Frage. Dort? Hier. Meine Frage wäre, welche eure Lieblingssynchronisation ist. Es muss sich nicht nur auf Anime beziehen, es kann auch Film und Serie sein. Was hat euch am meisten Spaß gemacht? Selber, wo man selber gesprochen hat. Ui, ja. Das ist immer schwierig, die Frage. Die ist schwierig, ja, weil da gibt es natürlich mehrere, es gibt tolle Rollen, die man mit unangenehmen Leuten aufnimmt. Es gibt Rollen, die nicht so doll sind, aber wo die Stimmung einfach super ist. Also ich glaube, man kann es so sagen, es gibt schon, also schön ist es, wenn man nachher aus dem Studio geht und sagt, das war was Neues, das habe ich so in der Art noch nicht gemacht. Das hat mich weitergebracht, ich habe wieder gesehen, aha, da ist noch wieder mal Luft nach oben. Das ist eigentlich immer das Schönste, wenn einem sowas passiert. Das passiert natürlich mit den Jahren irgendwie weniger, aber das kommt immer wieder vor. Also ich habe zum Beispiel einmal in einem Spielfilm einen jungen Mann mit Down-Syndrom gesprochen und das war ziemlich anspruchsvoll. Weil man auch die Figur natürlich treffen will. Das war ein Schauspieler, der das eben nicht gespielt hat, sondern der das auch wirklich hatte, ein französischer Film. Und das war eine tolle Aufgabe. Also auch so eine Sache, wo man über das Sprechen hinaus ein bisschen was lernt. Über Leute, mit denen man sonst vielleicht nicht in Berührung kommt. Ja, also echt eine schwierige Frage. Ich stehe eigentlich sehr auf Horrorfilme. Und ja. Ja, also je blutiger und so besser. Genau. Aber andererseits mag ich auch wahnsinnig gern Comedy. Comedy-Sitcom ist zum Beispiel unglaublich schwer zu synchronisieren, weil da muss der deutsche Text stimmen. Und wie oft kommen wir ins Studio und die Bücher, die sind einfach fürchterlich zu sprechen, es stimmt nicht, die Labiale sind nicht korrekt und wenn aber eine Sitcom richtig geil geschrieben ist, dann kann es so lustig sein. Und ich mache gerade eine, The Mick heißt die, die nehmen wir in Berlin auf. Und die ist so witzig und die gefällt mir wahnsinnig gut, die Serie. Und jeder Gag sitzt und das macht mir zum Beispiel im Augenblick wahnsinnig viel Spaß. Also Sitcom, ist richtig klasse. The Mick kommt irgendwann, könnt ihr anschauen. Ja, also es gibt manchmal wirklich Serien, die, auf die man sich einstellt und sagt, boah, das ist eine coole Rolle, die macht mir Spaß. Und im Endeffekt arbeitet man dann mit einem Regisseur zusammen oder ist im Studio, wo es einem einfach keinen Spaß macht, weil die Bücher schlecht sind und man halt immer hinterher arbeiten muss die ganze Zeit. Man kommt in keinen Fluss rein. Bei mir ist es so, dass ich viel zu viele Rollen habe, die ich gerne spreche. Umino zum Beispiel. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nee, weil da habe ich mit der Caro Kombring aufgenommen und die, du mach die mal ein bisschen lustiger, so ein bisschen hinterfotzig, so. Ja! Biet mir mal was an und ich, ah, okay, also. Ja, mehr. Ja! Und der wurde immer wahnsinniger mit der Zeit. Und irgendwann merkt man, ja, das war cool. Und also bei mir ist es gerade aktuell Ash aus Pokémon, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Der ist wirklich cool, der wächst mir gerade sehr ans Herz. Und Magicians. Oh, Magicians, wie konnte ich das entgegen? Das hat dir gefallen. Magicians macht mir tatsächlich mittlerweile Spaß, ja. Dann mach mal bitte vor, wie die gesprochen haben. Julia, ich wollte dir sagen, die Bücher, die wir finden sollten, du weißt schon, verdammt, ich krieg keine Luft mehr. Julia. Und das musst du mal synchronisieren, du musst ja. So einen Text, so fünf Zeiler, dann macht dieser Penner oder meine Rolle ständig irgendwelche Anatmer, aber naja, also, genau. weißt du, was ich meine? Ja. Da kann sich keine Sau merken und da flippst du aus. Das hat dir gefallen? Ja, jetzt irgendwie nicht mehr. Aber du musst sagen, dass es mit dem Alex echt Spaß macht. Mega. Siehst du, mit dem Regisseur, das ist wiederum so
sowas. Der Alex, der Regisseur, ist ziemlich cool und mit dem macht es einfach Spaß zu arbeiten und der nimmt einem auch immer so den Stress raus. Und ja, und dann arrangiert man sich mit der Rolle. Danke. Die nächste Frage, wir hatten noch nicht. Dinge sind zwei. Ja, jetzt an die halt schon mal vorher Sailor Moon gesprochen haben. Wie war es für euch eigentlich, wo dieser Anruf kam, wir machen Sailor Moon neu? Und es ist ja doch so, wenn man jetzt, also es wird ja neu aufgelegt, es ist ja doch ein bisschen anders als das Original damals in den 90ern. Wie war das für euch, wo dieser Anruf dann kam? Wollt ihr widersprechen? Weiter, weil mich hat der Anruf gar nicht erreicht. Du warst zu schlecht für die Serie. Nein, schon mal. Ich war jetzt mit der Sailor Moon nicht so vertraut, aber als es hieß, es kommt jetzt eine neue Auflage, Sailor Crystal, fand ich super. Also ich habe mich gefreut, was Neues wieder und eben, dass meine Rolle dann so toll geworden ist. Also ich habe mich gefreut, mehr kann ich jetzt da auch nicht so sagen. Du? Ich war ja nur Mumie. Ich war ja in der ersten Folge. Ich muss dir aufnehmen. So, nächste Frage. Dama. Ja, mich würde es interessieren, ob es irgendwelche bevorzugten Rollen, also so Charakterzüge gibt, die sie synchronisieren, sage ich jetzt mal. Ja. Lieber lustige Rollen, lieber düstere Rollen, lieber durchgeknallte Rollen. Nee, eigentlich alles. Also das hängt auch wieder. Ja. Ja, macht mir alles Spaß. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wir machen die Bösen viel mehr Spaß als die Braven. Die Bösen, die sind so hinter von sich. Die sind dann richtig laut und schreien und. Ja, die machen einfach viel mehr Laune. Und die Braven, die sind immer ganz leise und schüchtern. Das liegt mir nicht so. Also, wie gesagt, je mehr Blut, je mehr Köpfe abgerissen werden, umso besser. Wäre zum Beispiel Hellsing, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das war unglaublich blutig. Hat mir super gut gefallen. Sebas Victoria gesprochen und ich fand die klasse. Also die von Polizistin zum Vampir wurde und immer Blut und Lächeln. Geil. Ist generell so, sagen wir, Bösewicht, das sind für Schauspieler natürlich, die geben einem natürlich wahnsinnig viel Futter. Da kann man natürlich viel machen und man kann vor allem Dinge ausleben, die man im normalen Leben nicht ausleben kann. Deswegen macht es einfach viel mehr Spaß. Auf der anderen Seite darf man natürlich nicht vergessen, es ist tatsächlich unser Beruf, es ist nicht unser Hobby. Wir machen jede Sache, die an uns herangetragen wird, versuchen wir so gut wie möglich zu machen und lassen dann die persönlichen Animositäten oft nachweislich wirklich außen vor. Ich bin mal irgendwann gefragt worden, ob ich in einer deutschen Synchronisation für Monty Python's Flying Circus mitmachen möchte, die es für Sat.1 gab und alle haben gesagt, unmöglich, geht nicht, darf man nicht machen, muss original bleiben, ganz schlimm. Und ich sagte, sag mir nicht böse. Ich weiß auch, dass das nicht geht, aber wenn ich jetzt die Wahl habe, 65 Folgen brasilianische Daddy-Song zu machen oder 50 Folgen Monty Python, da weiß ich aber, was ich lieber mache. Ja. Man verbringt ja auch einen Großteil seiner Zeit damit. Schön. Also ich würde gerne von Ihnen wissen, was war denn so das lustigste Erlebnis, das Sie jemals beim Synchronisieren? Bitte eines. Es gab einen Kollegen, der ist schon lange tot, deswegen darf ich das erzählen. Er stand mit Französisch ein bisschen auf Kriegsfuß. Der hatte nie so wahnsinnig große Rollen gesprochen. Meistens so kleine Sachen. Und an diesem Tag war er dafür einen Tick Bahnwärter für einen Film. Und der musste nur sagen, Abfahrt! Und die Kollegen haben gesagt, schon mal Peter Ton kommt. Super, dann haben sie eine Seite aus dem Dialogbuch rausgenommen, haben einen
fünfteiligen Take gemacht, der nur aus französischen Eigennamen bestand. Ah, Monsieur de Maréchal, ich habe Sie in der Rue de Soto vermutet, aber jetzt treffe ich Sie hier in der... und so weiter. Und Peter kam irgendwann, dachte, es gäbe keine besonders großen Aufgaben. Vielleicht sollst du doch mal lieber den Text rein. Schau mal da rein. Ja, was wird denn das schon irgendwie... Ich hab's keine Zeit. Und lief dann die rum und machte diese Themen und ging wirklich so zitternd ins Studio rein, nachdem er den 10 Minuten lang versucht hatte. Und dann kam dieser Schaffner und sagte: Ah, Fahrt! Der stand so da, wo ein Donner gehört und sagte: Nee, oder? Also so Sachen. Es war also wirklich noch aus der Zeit, wo man zusammengesprochen hat. Wir haben ja früher mal alle zusammengesprochen. Passiert heute natürlich leider irgendwie nicht mehr. Weil wir alle eigentlich nacheinander. Gelegentlich treffen wir uns noch auf dem Parkplatz und reden ein bisschen, aber das ist es dann eigentlich auch schon. Ja, ich. Versprecher sind halt immer sehr witzig, aber das war jetzt so eine gute Vorlage, ich kann da gar nichts toppen. Aber Versprecher oder Fremdsprachen, dann Französisch zu sprechen oder irgendwas, da kommen die lustigsten Wörter dabei raus, das stimmt schon. Aber so auf den Anhieb kann ich dir jetzt leider nicht sagen. Ja, es gibt natürlich, genau, also es gibt viele, viele Momente, die man dann irgendwie mit dem Regisseur feiert, wenn man einen Versprecher hat oder ein Buch komisch geschrieben ist und man sich erstmal irgendwie drüber kaputt lacht. Und 3 Tage ein lustiges Erlebnis, da musste ich für die Bundeswehr ein Videospiel vertonen. Ja. Und es ging dann irgendwie um Sanitäter und dass den Typen, den ich da gesprochen habe, diesen Buddy, nennen sie den, der soll dem Spieler Tipps geben, was er jetzt bis als nächstes tun soll. Und dann bin ich da irgendwie im Studio gehockt und habe: Ja, der verblutet uns, du musst ihn zubinden und das musst du noch machen und da hast du ihn schon den Arm abgebunden, den fehlt er da halben Fuß und so. Es ging die ganze Zeit so. Zu 3 Stunden nur so gebrüllt und verbinde den mal und mach mal, der verblutet uns. Und irgendwann kommt Take und da sollte ich. Da sollte ich eben, wir haben da noch was vergessen und so, ja, mach das mal. Und ich lege los und ich sehe halt nur den Text ganz schnell und lese da so drüber. Oh nein, wir haben vergessen, in das Tagebuch runterzulegen. Kurze Pause. Dann lachen die da drüben und lachen sich halt tot und ich habe irgendwas falsch. Ich habe Tagebuch gesagt. Ja, was war jetzt falsch? Ich habe was Tagebuch gesagt. Lies es dir nochmal durch. Ja, okay, mach den Take nochmal. Leg ihm das Tagebuch runter! Zerflixt, was ist denn jetzt los? Man ist wieder kaputt gelacht. Und ich habe es immer wieder so gelesen und meinte, das heißt Tragetuch. Du musst ihm das Tragetuch unterlegen. Und jetzt überlegen Sie sich, das tatsächlich als Easter Egg einzubauen. Wenn ihr synchron sprecht, lebt ihr da eure Figuren? Wie weit könnt ihr mitgehen? Oder steht ihr da nur still und sitzt so in der Ecke? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich meine, die gehen ja richtig ab teilweise. Das macht ihr auch. Geht ihr da auch mit? Ja, also natürlich. Also es ist ja Schauspielerei. Also es ist natürlich, versucht man, sich psychologisch in die Situation, in die Figur reinzufühlen. Und ja. Versucht sie möglichst auf den Punkt zu erwischen. Also auf jeden Fall. Und also ich stehe gerne also beim Sprechen, da kann ich einfach besser arbeiten. Und wenn meine Schauspielerin weint, dann muss ich auch richtig mitgehen. Und es passiert mir auch teilweise, dass ich Rollen spreche, die mir so ans Herz gehen, weil ich mich da wirklich hineinversetze, dass ich wirklich im Studio stehe und weine. Und das kommt natürlich dann super authentisch rüber. Oder wenn die da abgeht oder verprügelt wird, irgendwas, Das musst du wirklich vom Mikro... Manchmal bewegt man sich so viel, dass da, oh, jetzt mal Luft auf dem Mikro, das müssen wir nochmal machen und so haust das ganze Pult aus Versehen um. Das passiert alles, dass du irgendwo anstößt, aber da musst du schon ordentlich mitgehen. Wenn du dann nur so wie ein Haschall dastehst und, oh mein Gott, Hilfe, Hilfe! Das geht ja, da musst du schon ein bisschen mitmachen mit dem Körper. Also, da geht schon teilweise ab. Ja, ganz genau. Also, ich bestätige euch einfach mal kurz. Ich weiß noch mal, meine erste Hauptrolle, die hatte ich bei Pascal Breuer. Und ich stand da und wusste nicht, das war so ein britischer Jugendlicher, der irgendwie so mit der Disco-Szene zu tun hatte und
irgendwie ein paar Drogen und so Zeug und dann wurde der von so seinem Kumpel in den Schwitzkasten genommen. Und ich stand dann da und und sollte nur lachen, irgendwie, aber auch so bedrückt tun. Und irgendwie war das unangenehm, das Ganze. Und dann kommt der Pascal nach dem fünften Take rein, weil er gemeint hat, nee, das stimmt nicht. Und meinte, okay, wir machen das jetzt nochmal, aber bereite dich vor. Und ich so, okay. Atme tief ein, er steht neben mir. So. Kein Text, es war nur Reaktion. Und er greift um mich. Und so sieht es dann im Studio aus. Also wir bewegen uns sehr viel und wir hauen häufiger mal gegen das Pult, oder? Wir würgen uns auch teilweise öfter, weil die das musst du alles mitmachen. Ich war vor ungefähr 30 Jahren bei der Synchronisation von Full Metal Jacket von Stanley Kubrick dabei. War einer meiner ersten Jobs, wenn wieder einsteht. Es gab ein so dickes Heft mit Anweisungen, was bei der Synchronisation zu beachten ist. Und im Studio lagen Stahlhelme, Tornister und Bleigürtel. Und es gab vor gewissen Takes die Anweisungen für die Sprecher, 20 Kniebeugen zu machen. Damit die Erschöpfung wirklich echt rüberkommt. Und Kubrick saß in London und hat diese ganzen Sachen kontrolliert und hat auch wirklich einzelne Takes zurückgehen lassen. Also zum Beispiel diese berühmte Nummer mit diesem Ausbilder, die musste komplett normal gemacht werden, weil die nicht brutal genug war beim ersten Mal. Oh. Was? So. Hallo. Ich persönlich, wenn ich den zum Beispiel den Herrn Taschner höre, höre ich sofort Falken Auge und Jelite raus. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein großer Sailor-Fan bin, ich weiß nicht, aber ich höre es raus. Jetzt meine Frage. Ja, also ich höre das raus. Genau, und jetzt meine Frage. Ist euch das schon auch schon mal passiert in der Öffentlichkeit, dass man euch anhand eurer Stimme erkannt hat? Weil das ist ja eigentlich so ein dunkler Job, ne? Also man kennt nur die Stimme. Aber hat man euch denn auch draußen mal anhand eurer Stimme erkannt? Ich hoffe, man hat dich nicht. Dazu fällt mir eine schöne Geschichte ein. Ich habe mich in einer Firma, wo ich Trailer gesprochen habe für einen Fernsehsender, unterhalten mit meinem Vorgesetzten. Auf einmal fliegt eine Türe auf, ein junger Mann kommt rausgeschossen und sagt, die Stimme, hast du in Bioshock diesen bösen Professor irgendwie? Ich habe gesagt, ja. Geil, ich habe ihn öfter umgebracht als alle anderen. Dazu, und ich denke mir, das ist auch ein Kompliment. Also Fremde haben mich jetzt persönlich noch nie erkannt. Kai hat ja auch eine sehr markante Stimme. Also ich finde, man erkennt dich sehr gut immer. Ja, es hat auch seine Nachteile. Alf, ich sag nur Alf. Ja, Tommy Pieper. Bei mir war es die Nachbarin. Die Nachbarin, die war damals, die war irgendwie 5 Jahre alt, war beim Ikea mit ihrer Mama. Alleine beim Ikea. Und da lief der Fernseher und da lief gerade Hannah Montana. Und ich habe eben Miley Cyrus gesprochen und die Kleine, die Mutter hat mir dann vorgespielt, die hat sich immer so umgedreht. Ich weiß nicht, Mama, ich höre immer die Schamra irgendwie. Und hat halt dann immer so geschaut und dann lief eben da Miley Cyrus, Hannah Montana. Das war das Einzige, wo man mich jetzt persönlich... Entschuldigung. Das war das erste Mal, dass mich jemand erkannt hat. Habe ich dich ja noch nicht auch in so einer Penny-Quäse-Werbung gehört? Ja, du bist die Quäsefrau, oder? Ja. Das ist dann ja auch wieder dran. Jetzt kaufe ich mir Quäse. Sehr gut. Nee, also mich hat noch niemand erkannt. Ich mache das ja auch noch nicht so lange wie die Kollegen. Und ich habe jetzt auch noch nicht so markantisch Rollen gesprochen. Also Ash quietscht ja, also das ist nicht meine normale Stimme. Da hört man das eigentlich nicht raus. Und ansonsten eher nicht. Nee. Also mich hat noch keiner erkannt. Steht nicht drin. Nicht ohne meine Agenda. Okay, Moment.
Geht's dir gut? Dankeschön. Ja, Stimmen sind sehr markant. Zum Beispiel, deine Stimme kommt ja, dadurch, dass ich gerne Horrorfilme schaue, äußerst bekannt vor, wenn ich dann Scream schaue oder so. Ja, bleibt euch das erinnern. So, wir hatten noch gar nicht, denn wir haben nicht mehr sehr viel Zeit. Da hinten, was ganz noch ist. Meine Frage geht an Herrn Taschner. Bekommen wir von Rick Sanchez ein Statement 10 Jahre Animuk? Genau, die Animuk feiert Jubiläum. 10 Jahre gibt es diese Veranstaltung. Wow, cool. Findest du toll? Ich finde das sehr gut. Das gefällt mir. Ich habe bis vor kurzem nicht gewusst, dass es das gibt. Aber ich würde sagen, weiter so. Ich muss ganz ehrlich sagen, eure Kostüme, ich finde die so mega geil. Ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich euch sehe. Ich war damals eben in Bonn und die Leute, die waren auch wunderbar verkleidet. Die Haare, die Perücken, das Make-up. Was die da an Fantasie und wie viel Arbeit und Zeit die reinstecken. Ich finde das ganz große Klasse, wie ihr hier auftretet. Super, toll. Applaus an euch. Ganz, ganz großen Applaus an euch. Ich finde es großartig, wie sich das in den letzten 10 Jahren gewandelt hat und wie groß die ganze Anime-Community geworden ist. Und ich habe das ja mitgekriegt. Ich weiß, tut mir leid, Olaf. Ja, ihr seid cool. Cool, dass es euch 10 Jahre gibt. So, danke. Wir haben noch eine letzte Frage. Dann müssen wir haben noch gar keine Frage gestellt. Wer will noch unbedingt was Wichtiges wissen? Ja, ich habe eine Frage. Was nehmt ihr aus euren Rollen mit ins Privatleben? Also ich glaube, diesen Traum hat jeder schon einmal gehabt, jeder Synchronsprecher. Und zwar, wenn man eine schwierige Rolle hat oder sowas, dann kann es durchaus sein, dass du den Take einfach öfter wiederholen musst als normal. Und bei mir ist es dann teilweise so, wenn ich ins Bett gehe, dann lasse ich alles nochmal Revue passieren. Und da gibt es Träume, da spreche ich einen Take und ich kriege ihn ums Verrecken nicht hin. Und ich spreche einen ganzen Tag lang diesen Take und schaffe ihn einfach nicht, weil ich mich immer wieder verspreche oder die Betonung falsch ist oder wieder ein Zutzler drin war. Und das ist so das, was ich dann teilweise wirklich mitnehme, weil es dann echt arbeitet in mir. Und ich weiß nicht, hast du schon mal diesen Traum gehabt, dass du einen Take ums Verrecken nicht hinkriegst? Eine ganze Nacht lang nie? Das kommt doch. Das kommt doch. Glaub mir. Ich bin einfach gut. Von der Rolle mit ins private Leben oder nur von der Arbeit ins private Leben? Von der Rolle her. Mir würde jetzt zum Beispiel aus Yamada und die sieben Hexen was einfallen, weil der doch so ein ziemlicher Drecksack ist und sich nichts gefallen lässt. Ich weiß nicht, wer die Serie kennt von euch. So der haut drauf auf der Schule und freundet sich halt mit den ganzen Mädels an und knutscht die und so. Egal. Auf jeden Fall lässt er sich nicht einfach alles gefallen und ist so ein kleiner Drecksack, aber ein sympathischer Drecksack. Und ich bin immer nur so nett und so Lumino. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich nehme mehr von Yamada als Privatleben mit, weil der einfach cool ist. Hast du es dann mal in der Realität versucht und eine Ohrfeige hat dich zurückgeholt? Das war dann genau das. Also beim Synchron kenne ich es nicht, aber ich kenne es vom Theater her, wo es Rollen gibt und man sagt, da bin ich so weit davon entfernt. Und man kämpft so damit und ich weiß dann schon, das ist dann schon, wenn ich einen Neurotiker gespielt habe, dann hat das wirklich so kleine Querschläge im Privatleben gehabt. Und wenn ich einen Krieger gespielt habe, dann war das irgendwie genauso. Wird aber dann weniger, weil es ist dann wirklich Beruf. Man steigt wirklich ein, man lässt es dann da, wo es hingehört und steigt wieder aus. Aber nachdem ich das nie gelernt habe, auf einer Schauspielschule lernt man sowas normalerweise. Ich habe das nicht gelernt, ich weiß, meine erste Kinohauptrolle, die ich mit 17 gehabt habe, die war traumatisch. Ich habe wirklich ein Jahr gebraucht, um mich davon zu erholen. Weil mich auch während der Drehzeit alle mit einem Rollennamen angesprochen haben. Und
und so weiter. Und ich habe mich teilweise komplett verloren in der ganzen Nummer. Dankeschön. So, erstmal ein Riesenapplaus. Der erste Teil ist jetzt vorbei. Letzte Worte bitte noch von euch und dann machen wir kurze Pause und dann geht es mit Autogramm schon los. Wie hat es euch gefallen? Super. Ich kann nur sagen, weiter so, es sollen auf jeden Fall nochmal 20 Jahre werden, oder? Ja, die Stunde war viel schneller vorbei, als ich gedacht habe. War echt cool und gerne wieder und ja, auf die nächsten 20 Jahre.